Huhu, hier wieder beim Koali und bei Baldur's Gate 3. Don't mind if I do. Wir nehmen hier Gold vom Tisch. Gucken in den Tisch rein, sehen, dass da gar nichts drin ist. Wir haben hier gerade so ein paar Türanhänger geschnetzelt. Und, What's inside? Jetzt bleibt nur noch zu gucken, was es sonst noch hier so gibt in diesem Gebäude. Wir haben auf jeden Fall schon eine Luke entdeckt. Vielleicht verschwindet der Kult von... Ja, die verschwindet von... Ja, verschwindet. Ja. Einfach so von selber. Der Kampf war ziemlich herausfordernd. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Vielleicht machen wir erstmal eine kurze Rast. Und trinken so ein paar Heiltränke. Hier erstmal einen Stapel teilen. Ich glaube zu hier. Guck mal, Gale hat seinen ganzen Heiltränke alle aufgebraucht. Und ich meine hier Shadowheart auch. Nochmal Stapel teilen. Shadowheart auch nochmal welche. So, dann teilen wir den auch nochmal auf. Tun wir hier nochmal einen hin. Und tun wir hier nochmal welche hin. Und hier nochmal einen hin. So. Das sollte jetzt erstmal so ein bisschen in Ordnung sein. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Stufenaufstieg. Erst bei unserem Barbaren. So. Neues Talent verfügbar. Was nehmen wir denn hier? Wir könnten natürlich jetzt hier auf ihr Athlet gehen. Stärke erhöhen. Sprungweite. Wäre eine Möglichkeit. Wir könnten nach vorne stürmen können. Wir könnten, wenn wir eine Finesse-Waffe haben, ja, haben wir aber nicht, nee. Kannst du eine Reaktion einsetzen, um deine Rüstungsklasse um 2 zu erhöhen? Nee. Meisterhaft mit schweren Waffen ist auch immer eine gute Sache, weil wir dann eine Bonusaktion kriegen, wenn wir kritten. Wäre eine Möglichkeit. Wir könnten Waffenmeister Stärke erhöhen und mit einer Waffe unserer Wahl einen Meister der Kampfkunst 2 Manöver erlernen. So viele Auswahlmöglichkeiten. Meister mit mittelschweren Rüstungen. Können wir plus 3 statt plus 2 erhalten beim AC. Und bekriegen keinen Nachteil mehr bei Heimlichkeit. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Oder wir nehmen einfach hier Attributsverbesserung. Und hauen hier erstmal 2 Punkte auf Stärke. Und die Konstitution heben wir nachher mit einem Item an, das wir vielleicht noch kriegen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Weil dadurch machen wir mehr Schaden. Ja. Allerdings auch hier Meisterschaft mit schweren Waffen. Wenn wir einen Crit, kriegen wir eine Bonusaktion. Wir können den Bild auch so machen, dass wir nachher ziemlich sicher critten können. Zumindest einmal kurz. Und wir bewirken zusätzlich in 10 Schaden
Mit einem Malus von minus 5. Hm. Schwierig, schwierig. Ich lasse es einfach mal hier bei 2 Stärke mehr. Und ich glaube, das hilft unserem Schaden schon enorm. Mal gucken. Vielleicht, man kann es ja immer wieder ändern. Das ist ja das Gute an dem Spiel hier, ne? Richtig verskillen geht nicht. So, hier, Shadowheart. Mit dir war ich ja nicht so zufrieden, was die Performance angeht. Einfach weil die viel zu schnell out of sorcery, also out of Zauberplätze ist. Kriegt aber auch ein Talent jetzt, wenn wir hier irgendwie hochgehen. Ein extra Zaubertrick. Wir können Licht machen oder ein Klingenbann. Oder Feuer. Wir machen mal Licht hier. Licht schadet nie. So, das tun wir schon mal raus. Das haben wir irgendwie woanders. Stille haben wir einmal gebraucht. Da hat es uns kaum was gebracht. Und wir gucken jetzt hier. Wir sehen, dass wir nicht diesen Zauber haben, den wir mit Gale haben. Zur Auswahl. Was haben wir denn hier noch? Schutz vor Gift. Attribute verbessern. Also haben wir schon mehrfach Stufe 2. Heilendes Wort haben wir schon drin. Können noch ein extra Gebet der Heilung dazu nehmen. Aber es ist auch wieder ein Stufe 2 Zauberplatz. Stille wieder rausnehmen. Eine Person festhalten dafür vielleicht rein. Oder Schutz von Gut und Böse. Statt Blindheit vielleicht. So. Braucht aber auch Konzentration. So. Wir haben hier ihre Attribute so verteilt, dass wir hier auf jeden Fall mit einer Attributsverbesserung auf 16 und 18 kommen können. Allerdings hat sie ein Problem mit ihren Waffen, nicht wahr? Kriegen wir das irgendwie mit einem Talent weg? Müssten wir auch. Irgendwie müsste das doch funktionieren, ne? Kampferprobter Zauberwirker? Nee. Schildmeister. Glewe helle Bade. Geübt. 3 Fertigkeiten deiner Wahl. Defensiver Duellant, wenn wir eine Finesse-Waffe führen, in denen wir mit geübt sind. Aber wir sind nicht mit Finesse-Waffen geübt, das ist das große Problem. Aber ich sehe jetzt hier auch nicht, dass wir das werden könnten. Mit hier einem Talent. Zwei Ritualzauber. Nahkampfangriff für 2-mal Schaden. Das ist auch gut. Wäre auch gut gewesen für unseren Papa. Du bist im Umgang mit 4 Waffen deiner Wahl geübt und du kannst deine Stärke und deine Geschicklichkeit um 1 erhöhen. Das nehmen wir. Wir erhöhen die Geschicklichkeit. Und wir möchten gerne in 4 Stück jetzt. Okay. Wo möchten wir denn? Wir möchten. Ich bin ja hier so für. Rapier kann man machen. Rapier auf jeden Fall, weil das eine Finesse-Waffe. Dreizack.
Sind schon ziemlich viel, aber nehmen nicht die, die wir haben wollen, ne? Kurzschwerter nehme ich auch mal rein. Krummsäbel. Schwere Armbrust könnten wir nachher natürlich dann auch geben. Aber Langbogen ist vielleicht auch nicht schlecht, weil sie ja auch ziemlich viel schießt. So, dann heißt das, wir haben jetzt hier Schild und Rapier. Können wir ihr jetzt geben. Oder Krummsäbel oder ein Kurzschwert. Und der Rest geht, glaube ich, sowieso alles auf geübt Handarmbrust. Auch eine Möglichkeit. Und zweimal angreifen können im Fernkampf. Anstatt mit dem Langbogen. Oder anstatt von einem, von hier dem Krummsäbel. Schwierig. Kurzbogen ist ja eh schon geübt drin. Ich nehme mal den Krummsäbel raus und tu mal hier die Handarmbrust rein. Vielleicht kriegen wir da ja nochmal welche. Und das, ich finde das eigentlich ziemlich gut mit dem zweimal zuschlagen können im Falle des Falles. Und dann schauen wir mal, ob sie jetzt dann dadurch ein bisschen besser wird. Müssen wir ihr natürlich auch eine Rapier jetzt geben, ne? Sie hat halt keinen. Kurzbogen. Hat irgendeiner eine Rapier über? Nee. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen. Eine Streitaxt haben wir über, eine leichte Armbrust. Ja, bis jetzt hat sie halt nur den Dolch. Und deswegen bleibt das dann auch erstmal so. So, hier ihre Fähigkeiten. Da geben wir auf jeden Fall hier nochmal die wieder rein. Beistand. Den können wir mal ein bisschen aufräumen. Also Schild des Glaubens, weiß ich nicht. Resistenz, Machen wir hier unten mal die ganzen Heilungssachen alle hin. So, schwache Genesung, Heilt vor Gift. So. Ja, mehr ist es auch nicht, ne, was die kann. Also, sie hat jetzt so viele Heilzauber, aber halt so wenig Slots. Das ist halt. Und die regenerieren sich nur bei langer Rast. Das ist irgendwie nicht so geil. Ja, und ich kann damit einmal hier 12er Heilung machen. Naja. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt mit ihr. Astarion. Noch ein Stufenaufstieg. Der hat gar keine Schuhe an, fällt mir gerade auf. Interessant. Auch er kriegt ein Talent. Gucken wir mal, wie es sieht, was bei seinen Attributen aus. Hier könnten wir die Geschicklichkeit auf 19 hochpumpen. Das ist halt auch sein Brot- und Butter-Ding hier mit Geschicklichkeit. Weisheit. Ja, könnte er auch ein bisschen gebrauchen, aber ich glaube, wir könnten die Geschicklichkeit um 2 hochbauen oder irgendwie um 1 und was extra machen noch, wenn es das gibt. Zum Beispiel hätten wir hier Fernkampfangriffe, haben keinen Malus mehr. Und dadurch kriegen wir mehr Schaden. Das wäre eine Möglichkeit.
Armbrustexperte. Frage ist halt, zählen die Handarmbrüste als Armbrust? Hm. Das weiß ich nicht. Hm. Was haben wir sonst noch? Leicht gerüstet? Stärke oder Geschicklichkeit erhöhen? Meister mit mittelschweren geht nicht. Leichtfüßig, Bewegungsrate wird erhöht. Erhöhe irgendeinen Attributswert um 1. Und außerdem bist du bei Rettungswürfen mit diesem Attribut geübt. Nee. Wilder Angreifer, Nahkampfangriffe, zweimal auf Schaden würfeln. Hm. Scharfschütze ist schon ziemlich gut. Tavernenschläger bringt nicht so wirklich viel. Waffenmeister könnten wir nehmen, aber brauchen wir mit ihm eigentlich nicht. Bis jetzt lacht mich so der Scharfschütze an, aber dann könnten wir kein Attribut verbessern. Ne? So ist es halt, ne? Du kannst mit zwei Waffen kämpfen, auch wenn sie nicht leicht sind. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf deine Rüstungsklasse, wenn du in beiden Händen je eine Nahkampfwaffe führst. Haben wir momentan. Du kannst nicht mit zwei schweren Waffen kämpfen. Also wir hätten mehr Rüstungsklasse und wir könnten auch mit anderen Sachen. Also Rüstungsklasse ist von ihm vielleicht auch nicht so verkehrt. Hm. Glückspilz? Nee. Ja, diesen ganzen Sachen hier mit Zauber erlernen, weiß ich nicht, auch nicht so geil. Also Attributsverbesserung oder Wächter? Auch nicht. Oder Scharfschütze halt, ne? Hm. 10 Schaden extra ist natürlich auch geil, aber minus 5, hm. Ich nehm's einfach mal. Ja, können jetzt auch unten nach oben schießen ohne Abzug oder können halt mit vollem Einsatz hier die Sache machen. So, passiv. Können wir ein- und ausschalten? Ja. So, und Gale? Was kriegt er? Er kriegt auch ein neues Talent. Gucken wir da mal zuerst. Macht das hier Sinn? Intelligenz auf 18 hoch macht auf jeden Fall Sinn bei ihm. Konstitution erhöhen wäre auch drin. Aber ich würde eigentlich da alles auf da drauf irgendwie hochballern. Was kann er hier? Lass das mal kurz hier. Hier kann man ja lesen. Zauber ignorieren Resistenz gegen die Schadensart. Das ist natürlich auch ziemlich cool für ihn. Ja. Ja, ja. Zwei Ritualzauber. Zielgenauer Zauberschütze. Du hast einen Zaubertrick für einen kritischen Treffer beim Angriffswurf mit Zauber benötigst du ein Auge weniger. Mhm. Auch nicht so übel. Rettungswurf zum Aufrechterhalten von Konzentration im Vorteil sein ist auch nicht so schlecht. Hat er aber eigentlich kaum. Zumindest momentan.
Tja. Widerstandsfähig. Konstitution um einen erhöhen. Stärke oder Geschicklichkeit. Wir nehmen mal hier die Intelligenz auf 19 hoch. Ja. Kriegen zwei neue Zauber. Aber welche nehmen wir? Wir nehmen hier zum Nebelschritt, würde ich sagen. Und wir sind ja hier so auf Nekromantie, Säure. Säure sind wir gerade ziemlich drauf. Spiegelbilder. Singender Strahl macht halt sehr gut Schaden. Das hier ist auch ein ziemlich cooler Zauber. Schild. Mal einen Zaubertrick noch raussuchen hier. Gift versprühen. Ja. Eine Säurespritze haben wir schon, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Zumindest. Schockangriff. Nehmen wir eben auch mal Licht hier. Dann machen wir noch einen Zauber. Einen grünen Pfeil verschießen ist jetzt auch nicht so das Coolste, finde ich. Zerbersten mit Schall, Netz. Sieben temporäre Trefferpunkte, auch nicht schlecht. Zauber vorbereiten muss ich nachher auf jeden Fall auch nochmal reingucken, dass wir auch die vernünftigen Zauber dann drin haben. So. Wir haben hier Strahl der Übelkeit, haben wir schon, ne? Mit Gift, ja. Und wir können 7 Stück holen. Raus damit. Donnerwoge ist eigentlich doch ziemlich gut. Also haben wir eigentlich nur einen zu vergeben. Und hier den Flamme der Sphäre. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Das Magiergeschoss ist auch zu gut, um es rauszulassen. Die Rüstung brauchen wir. Egal, was wir jetzt wählen, wir werden es nachher eh nicht haben. Wir müssen außerhalb von Kämpfen vorbereitet werden, ja. Naja, ne? Aber auch nur 7 Zauber. Jetzt haben wir hier wieder einen frei. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. So. 6, 7, 8. Jetzt haben wir hier auf einmal 8. Wird wohl irgendwie seine Richtigkeit haben. So. Hier ist noch Gold auf dem Tisch. So.
So, und wir können hier nochmal den Jute-Sack angucken. Da ist noch Zeug drin, guckt mal. Da sind Schuhe. Wer hatte hier keine Schuhe? Du hattest keine Schuhe. Gail hat Stiefel. Nicht irgendwie irgendwo Stiefel aufgehoben? Nee, aber Schuhe zumindest. Hier. Jetzt zieh dir mal Schuhe an. Ah, das sind nur welche für... Ah, okay. Der braucht also richtige Reisestiefel. Okay. Gucken, vielleicht finden wir ja welche. So lange läufst du halt barfuß herum. Nostrils should be labeled a war crime. Ein Schild. Nein. Essen. Gepolsterte Rüstung. Vielleicht sollte ich mal wieder jemand anderen hier die Sachen aufheben lassen. Weil ich glaube, der Astarion ist nicht so gut im Tragen von Dingen. Hier haben wir eine leichte Armbrust. Guck mal, Rapier. Schattenherz, du bekommst ein Rapier. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt bist du nämlich auch damit geübt und kannst damit auch umgehen. So muss das doch sein. So, und hier liegt jemand Totes. Schatzkammertür. Ist verschlossen. Mal hier unseren Spezialschlüssel rausholen. Minus 11. Okay, also muss ich ziemlich viel würfeln schon. Aber es geht, es geht, es geht. Es geht, es geht. Muss nur hoch würfeln. Mittlere Zähigkeit. Das ist ungewöhnlich hart. Nur ein Schlag mit mindestens 22 Schaden kann es verlieren. Achso. 22 Schaden, da komme ich aber nicht hin, ne? 12. Ne, niemals. Da müssen wir mal suchen, wo es den Schlüssel gibt hier. Let's see, wo ist das? Wonder if the gods are watching me. Ich meine, hier unten gibt es einen Schlüssel. What's in Aber ich meine, den hätten wir auch schon gelootet hier, da war kein Schlüssel, ne? Nee. Ist hier irgendwo noch einen? Let's have a look. Nein. That might be worth it. Oha. Blutstein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
ist ja ein ziemliches Massaker gewesen hier. Herbstkrokus. His eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come! See! My flesh becomes new flesh! Ekelig? You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Zuschlagen, bevor es hier irgendwie was Schlimmeres gibt. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. Fehlschlag. Fehlschlag. Aber hier ist sie so oft schießen kann, wie ich will, ist okay. Ah, jetzt geht's los hier, okay, alles klar. Sehen wir dann beim nächsten Mal, wie der Kampf hier geht, ne? Tschüss.